Ich wusste schon als Kind, dass das mein Job ist. Aber jetzt, wo ich endlich loslegen will, wird die Branche immer gefährlicher. Ich sitze sonntags bis 23 Uhr in der Redaktion, damit die Menschen aktuelle Nachrichten bekommen. Nicht, um Lügen zu erzählen. Ich frage mich, ob ich mich der Vorwürfe überhaupt annehmen muss. Wir als junge Journalisten haben die Aufgabe, dass es keine Tatsache wird, sondern ein Vorwurf bleibt. Lügenpresse.